Hallo ihr da draußen. So, wir haben wieder Montag bei mir. Es ist Wissen, Motivation. Und ich glaube, heute will ich wirklich mehr auf das Thema Motivation und dranbleiben wieder rangehen. An meiner Tafel steht die Extrameile. Was meine ich damit? Ich wurde in der letzten Zeit öfters wieder mit dem Thema konfrontiert. Ja, Dana, Mensch, du kannst ja deinen Traumjob machen. Das, was dir wirklich am Herzen liegt. Und ich denke mir dann so, ja, die Leute haben recht. Ich habe wirklich ein tolles Leben. Und ich sehe aber die Dinge auch so, ich habe auch meine Herausforderungen und auch Tage, wo ich denke, boah, was soll ich denn jetzt damit, mit dieser Aufgabe? Aber ich sehe es wirklich nicht als Probleme, sondern einfach die Dinge, die mir das Leben bringt, sind Aufgaben, für die ich vielleicht noch keine Lösung habe oder auch Fragen, auf die mir noch die Antwort fehlt. Und dann gehe ich einfach auf Lösungssuche. Obwohl ich bin kein Sucher, ich bin eher ein Finder, deswegen auf Lösungsfinden. Okay? Das ist immer Mindset. Das ist wirklich das Wichtigste. Und deswegen sind ja auch immer die Montagsvideos, um auf diesem Quark immer weiter rumzutreten, bis es sich bei allen verinnerlicht. Ihr müsst vom Kopf her mit der richtigen Einstellung rangehen. Und ja, ich habe meinen Traumjob und ich liebe es, das, was ich tue, die Firma aufzubauen, ein cooles Team zu haben, mit dem man in die Zukunft starten kann, ein schönes privates Umfeld zu haben. Aber das habe ich mir auch mit meiner Art erarbeitet. Oder erlernt. Das war nicht immer so gewesen. Die wenigsten von euch wissen vielleicht, dass ich einen 40, 50, vielleicht manchmal sogar 60 Woche Stundenjob hatte, das war kein Deutsch, entschuldigt, in einem Autohaus in der Buchhaltung. Das war völlig in Ordnung, das hat mich sehr gewappnet für die Selbstständigkeit. Und ich habe nebenbei als Fernstudium mir das alles angelernt und habe nebenbei, um mir das Fernstudium finanzieren zu können, schon Fitnesskurse wie Step Aerobic und sowas gegeben. Also mir hat das niemand jetzt finanziell oder wissenstechnisch irgendwie in die Wiege gelegt. Und ich war auch nie ein Mensch, dem die Schule leicht gefallen ist. Ich musste mich auf den Arsch setzen und lernen für das, was ich erreichen wollte. Sicherlich, das, was dich interessiert, das fällt dir auch leichter. Oder da setzt du dich gerne auf deinen Allerwertesten, um dir die Dinge in dein Köpfchen reinzubringen. Aber an sich habe ich das mit einem Vollzeitjob mir nebenbei erarbeitet. Über 3 Jahre. War es mir wichtig, die Extrameile zu gehen? Wenn ihr Ziele habt, egal ob das bessere Ernährung, Gewichtsreduzierung, Körperformung, Fitness ist, ob das finanziell ein besseres Leben ist oder ihr sagt, ich möchte in meinem Job zufriedener sein und das sollte von jedem von euch das Anliegen sein. Denn ich denke jedenfalls, ihr werdet den größten Teil der Tageszeit bei eurem Job verbringen oder auf dem Weg dorthin. Also summa summarum verbringt ihr einen Riesenteil der Zeit damit, euch mit eurem Beruf auseinanderzusetzen. Und dann sollte das um Gottes Willen euch Freude bereiten. Wenn ihr das nur tut, um am Ende des Monats irgendeinen Lohnzettel zu bekommen und Geld auf euer Konto überwiesen zu bekommen, werdet ihr immer zu unzufriedener sein. Und wenn ihr sagt, ja, wie soll ich das denn machen und so weiter und so fort mit den Kindern und mit dem Mann und ich habe ja kein Abitur und so weiter und so fort, dann macht euch auf den Weg, es auf die Beine zu stellen. Jeden Tag aufs Neue die Extrameile gehen, früher aufstehen, ein paar Liegestütze machen, ein paar Fitnessübungen machen, sich mehr Zeit zu nehmen, um das Essen für den Tag vorzubereiten, sich auf den Hintern zu setzen, ein gutes Buch zu lesen, bitte nicht 50 Shades of Grey, das ist vielleicht nicht so, außer ihr habt in der Beziehung Probleme, zielführend, bitte tut was für euren Kopf, um euer Ziel zu erreichen. Geschenkt wurde mir das auch nicht und das ist auch gut so. Denn würdet ihr alles nur hingelegt bekommen, ihr wüsstet es doch gar nicht zu schätzen. Deswegen bleibt dran, geht die Extrameile, stellt was auf die Beine und wuppt euer Leben. Und dann könnt ihr alle in der Situation sein, einen Beruf zu haben, der eure Berufung ist. Und wenn ich euch jetzt den Zahn ziehen darf, auch wenn man einen Beruf hat, dessen Berufung oder wo man sagt, das ist meine Berufung, hat man trotzdem Tage, wo man sagt, oh, wofür machst du das jetzt gerade alles? Oder bist du noch auf dem richtigen Weg? Jetzt sind aber hier viele Stolpersteine in den Weg gekommen, das hast du dir irgendwie einfacher vorgestellt. Das muss so sein, damit man besser wird. Und es geht nicht darum, dass ihr besser werdet für andere, sondern nur für euch selber. Dass ihr die beste Variante von euch selbst werdet. Es ist eine Riesenbereicherung
für euch persönlich, so wie auch für eure Umwelt. Es ist Wahnsinn, was dadurch entsteht, wenn ihr anfangt, an euch zu arbeiten. Wenn ihr kleine Veränderungsschritte macht, um euren Zielen näher zu kommen. Und das jeden Tag. 3 Jahre lang habe ich neben 2 Jobs mich jedes Wochenende auf den Arsch gesetzt und habe die Studienbücher gelernt. Oder bin zur Präsenzphase in den Ruhrpott gefahren, um dann vor der IHK in Koblenz irgendwann mal meine praktische und theoretische Prüfung abzulegen. Und glaubt mir, ich habe dort heulend vor der schriftlichen Prüfung im Hotel gesessen und habe gesagt, warum tust du das hier gerade eigentlich? Weil damals hatte ich noch nicht so ganz das Ziel vor Augen oder wusste von der Fantasie her, wo der Weg hingehen wird. Und der Weg ist großartig geworden und der wird großartig weitergehen, weil ich habe auch tolle Menschen an meiner Seite, die ähnliche Lebensziele haben, wo wir in die gleiche Richtung fahren können in unserem Reisebus. Seid es euch wert, jeden Tag, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe aber immer so grüblerische, schlechte Gedanken, dann jeden Abend euch ein Büchlein nehmen. Moment, es liegt nur weit weg, Dana ist ja immer schlecht vorbereitet. Sekunde. Wenn ihr lernen wollt, wie es mit diesen positiven Gedanken besser geht, wie ihr schneller wieder in euer Handeln und Tun kommt, auch wenn ihr mal in ein Loch fallt, dann trainiert euren Kopf auf gute Gedanken. Ich habe hier dieses Büchlein an meinem Bett liegen und da schreibe ich jeden Abend 3 Dinge hinein, die positiv waren, wo ich Erfolg hatte, wo ich schöne Erlebnisse hatte, die mir ein gutes Gefühl geben, weil ich schlafe dann mit diesem guten Gefühl ein. Ich trainiere jeden Abend mein Mindset darauf, positiv, egal was an dem Tag war, auch mit Kleinigkeiten in die Nacht zu gehen und am nächsten Tag gestärkt aufzustehen. Und das funktioniert nicht, wenn ihr das nur einmal macht. Jeden Tag die Extrameile gehen und üben, üben, üben. Jeden Tag trainieren, trainieren, trainieren. Und dann werdet ihr euer Ziel erreichen, egal was es ist. Und dann werdet ihr alle in die Situation kommen, ein erfülltes Leben zu haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem erfüllten Leben. Bleibt dran und seid es euch wert. Bis bald.